Shuyoka ist anscheinend gerade wirklich auf einer Mission, absolut keine Verbündeten mehr zu haben. Nachdem sich letzte Woche Dekadent schon so halb von ihr distanziert hat. Hör mir mal zu. Du musst aufhören mit deiner Besessenheit von Shuyoka. Hör auf damit. Bild, wo kam denn jetzt Shuyoka her? Auch an dich, Hanamorito. Hanamorito, hör auf. Lasses, hört auf darüber. Lasst los. Wirklich. Ist jetzt auch der nächste dran, nämlich Hand of Blood. Er hat ja damals in dem Stream mit Monte noch ziemlich Shuyoka verteidigt und Aussagen wie dies hier getroffen. Ich glaube, die Pia steht, kannst du ja auch denken, steht für gute Dinge ein, meiner Meinung nach. Die steht für Toleranz, die verteidigt die LGBTQ+-Community. Ich auch. Und steht für Werte ein, nutzt auch ihre Plattform und ihre Streams dafür. Doch anscheinend hat er seine Ansicht mittlerweile ein wenig geändert, denn er hat in einem Spiegel-Interview vor einigen Tagen, sowie in seinem Stream vor kurzem, Aussagen getroffen, die Shuyoka nicht so ganz gefallen haben. Die Aussage, die Shuyoka letztendlich gestört hat, war, dass Hand of Blood sich aus solchen Beef-Geschichten in Zukunft mehr raushalten möchte und nicht immer auf Krampf Position beziehen muss. Was ich persönlich ja auch eine sehr gute Entwicklung finde. Shuyoka allerdings konnte das nicht so ganz verkraften. Pia gefielen Ausschnitte aus diesem Interview überhaupt nicht. Ich habe heute Mittag schon viele WhatsApp-Nachrichten bekommen und auch schon als Monte in meinen Stream kam während der Baller League, war das gleiche Spielchen. Es ist sehr auslaugend inzwischen für mich. Ich will einfach nur meinen Kram machen und habe angefangen zu streamen, bin nun mehr outgoing. Und ich kann verstehen, warum das irritierend für viele ist draußen, weil eben sie nicht dieses Update über meine aktuelle Gedankenwelt und Sichtweisen haben. Zu diesem Tweet musste Dave-0zelot erstmal einen Tweet schreiben. Was ist das für ein Name? Und er lautet folgendermaßen. Nach seinem unsäglichen Statement hat @HandOfBlood die Täter-Opfer-Umkehr vor 10.000 Zuschauern, denn innen und außen, auf das nächste Level gebracht. Was ist das für ein Tweet? Hand of Blood möchte einfach nicht mehr in jeden Beef involviert werden, immer auf Krampf Partei ergreifen müssen und die andere Seite unnötig anfeinden. Und Dave-0zelot findet das anscheinend nicht in Ordnung, weil, keine Ahnung, man muss anscheinend diese Bubble wirklich auf Krampf verteidigen, egal was sie macht, sonst ist man automatisch der Feind und wird ausgestoßen. By the way Leute, falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ein Kommentar würde dem Video auch sehr helfen. Aber der Tweet geht auch genauso wunderbar weiter. Zuerst betont er, dass er niemanden mehr anfeinden möchte, was vermutlich auch die Entsolidarisierung erklärt, weil er nur noch seinen Kram machen will. Und das ist doch auch vollkommen in Ordnung, außer wenn man Dave-0zelot und Shuyoka fragt. Denn sie hat den Tweet repostet mit folgender Überschrift. Nachdem Max es sich nicht nehmen lassen wollte, auch noch ein Statement auf Twitch abzugeben, möchte ich euch diesen Thread ans Herz legen, um eine Position aufzuzeigen, die meine Situation mitdenkt. Ich kann diese nicht mehr. Okay, und genau diesen Thread werden wir uns jetzt anschauen, damit wir eine Position sehen, die Shuyokas Situation auch mitdenkt. Und frag mich nicht, wer das so kryptisch formuliert hat. Irgendwie schaffen es alle Influencer, die sich selber zu der Thematik einbringen, konstant zu betonen, wie wichtig es ihnen ist, ihre Deutungshoheit zu behalten. Weswegen sie alles öffentlich machen wollen, aber meine Perspektive als Betroffene wird dabei konstant weggedrückt. Und ja, prinzipiell kann ich jetzt erstmal verstehen, dass wenn man Privatkontakt hat, man manche Sachen einfach privat untereinander klären kann. Allerdings ist das ja auch gar nichts, was hier in diesem Fall Hand of Blood gemacht hat. Er hat einfach nur gesagt, dass er öffentlich kein Teil von diesem Beef mehr sein möchte und hier nicht Position ergreifen möchte. Und das hat doch nichts damit zu tun, dass man es dauerhaft in die Öffentlichkeit zieht und Shuyokas Position hierbei konstant wegdrückt. Max redet in seinem Stream über die Deutungshoheit in der Situation, spricht mir aber meine Deutungshoheit in dem Thema ab, das mich betrifft, ihn aber nicht. Was bin ich hören? Was bin ich lesend? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er explizit über Deutungshoheit gesprochen hat. Und dass er ihre Deutungshoheit abgesprochen haben soll, habe ich auch nicht gehört. Er hat doch eigentlich einfach nur gesagt, dass er hierzu keine richtige Position mehr ergreifen möchte. Aber ich finde das auch generell ziemlich weird, dass man eine Person, die offensichtlich kein Teil des Beefs mehr sein möchte, nochmal zurückholen möchte auf seine Seite, indem man ihn hier irgendwie in einem Tweet fertig macht. Denn er hat doch überhaupt nichts Schlimmes gesagt. Ich verstehe das Problem hier absolut nicht. Weiter geht es mit, und seine Community arbeitet sich jetzt an mir ab. Weil alles, was er gesagt hat, war ja so ruhig und neutral. Guess what?
Eine Hasskampagne als Both Sides zu bezeichnen, ist nicht neutral. Und es wird auch nicht besser, nur weil man einer Betroffenen ruhig in den Rücken fällt. Shuyoka, hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass hier nicht jeder eine einseitige Hetzkampagne sieht, beziehungsweise sie vielleicht gar nicht existiert? Denn das setzt du ja einfach mal so als Fakt voraus. Aber das ist ja überhaupt nicht neutral zu beurteilen und ich würde mal sagen, die überwältigende Mehrheit sieht das auch nicht so. Ich meine sogar Hand of Blood, der ja solche Creator wirklich bis aufs Blut lange Zeit verteidigt hat, sagt, dass beide Seiten Fehler gemacht haben, was ja noch eine ziemlich neutrale Auslegung der Sache ist. Aber Shuyoka sieht hier mal wieder keinen einzigen Fehler ein und sagt, ja gut, Hand of Blood, der macht jetzt auch einfach mit bei dieser antifeministischen Hetzkampagne und fällt den Betroffenen in den Rücken. Aber Shuyoka meint hier eher, sprich mit Betroffenen, nicht über sie. Keine Ahnung, warum das in Caps Lock geschrieben ist, aber ist bestimmt besser, so wie ich es jetzt vorgelesen habe. Danach redet sie noch etwas davon, dass die beiden wohl sprechen wollten, sie aber dann meinte, es wäre zurzeit schwierig bei ihr und das wäre jetzt kein Freifahrtschein darüber, dass man ihr öffentlich in den Rücken fallen darf. Wo ich mich halt so frage, wozu braucht man einen solchen Freifahrtschein, denn eigentlich kann sich Hand of Blood von jeder Person distanzieren, von der er sich distanzieren möchte und von Shuyoka hat er sich ja nicht mal direkt distanziert, er hat nur einfach gesagt, dass er kein Teil dieses Beefs hier sein möchte. Und kleines Update noch, Shuyoka hat gestern gesagt, dass sie einen Gerichtsbeschluss gegen Tobias Huch erwirken konnte. In ihrer Instagram-Story hat sie dazu das hier gesagt. Ich sehe gerade sehr viele Kommentare durch Social Media floaten, die sich in etwa so lesen wie das, was ich euch hier einmal verlinkt habe. Und ich möchte euch einmal die Situation einordnen, weil ich als Laien damit auch völlig überfordert war. Es zeigt sehr gut auf, dass die Gegenseite gerade sehr verzweifelt versucht, die Tragweite von dem Beschluss, der durch ein Gericht ausgesprochen wurde, zu untergraben. In Deutschland wird die Meinungsfreiheit extrem hochgeschrieben. Das bedeutet, wenn ein Gericht bereit ist, einer einstweiligen Verfügung zuzustimmen, dann muss der Antrag so klar gewesen sein und die schriftliche Erwiderung der Gegenseite so unklar sein, dass ein Gericht bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, obwohl es zu keiner mündlichen Anhörung kam. Und das zeigt eigentlich nur auf, dass dieser Fall eine sehr klare Geschichte war und nicht, dass es nur eine einstweilige Verfügung ist. Deswegen lasst euch nicht verunsichern. Von Tobias Huch gibt es dazu erstmal nur ein kurzes Statement auf Twitter, in dem er nochmal betont hat, dass dies nur ein vorläufiger Beschluss ist, also das ist noch nicht die endgültig feststehende Rechtsprechung und ich werde mir das nächste Woche auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, dazu ein Video machen, wenn es dann auch ein ausführliches Statement von der Gegenseite gibt. Klingt auf jeden Fall recht spannend, dazu werdet ihr dann mehr im Video nächste Woche hören. Letztendlich kann man nur sagen, dass sich Shuyoka mal wieder super unsympathisch gemacht hat, einfach nur weil sie öffentlich darüber rumheulen musste, dass sich eine Person nicht mehr proaktiv in den Beef für sie einbringen möchte. Schreibt eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann wieder, spätestens wenn Shuyoka wieder irgendetwas macht. Hey,